Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play WoW MOP Pandaren Monk. Wir sind im zweiten Teil von Schlacht von Orgrimmar jetzt endlich mal in eine Gruppe gekommen. Na, ich habe wieder ein bisschen gewartet, zwar diesmal nicht so lange, aber ein bisschen immerhin. Und ja, wir kommen auch direkt rein, hoffentlich wieder eine frische ID. Finde ich ja immer super, wenn es eine frische ist. Nein. Na gut, fehlt nur Galakras, ne? Wenigstens etwas noch. Sind zumindest noch drei Bosse übrig. Galakras müssen wir dann natürlich irgendwann nochmal legen. Leider. Da muss ich mal gucken. Werde ich dann aber wahrscheinlich nicht im Let's Play machen. Mache ich dann einfach off Camera. Denn dann können wir nämlich auch für den nächsten Teil nochmal anmelden. Ne? Aber ich sehe irgendwie, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das hier eine miese Gruppe ist. Was sehen wir dann? Das sehen wir dann. Ja. Wir probieren es einfach mal aus. Ne? Wenn es nichts wird jetzt, können wir immer noch gehen. Und dann lösche ich die Folge einfach. Dann gab es die Folge einfach nicht. Macht ja auch nichts. Ey, wollt ihr mich verarschen? Adoquenti. Kommst du bald mal ran, Junge? Gute Güte. Was droppt denn der hier eigentlich? Finger, Wrist und ja, Offhand. Die Offhand brauchen wir nicht, aber die anderen beiden. Die sind natürlich auch ganz nice. Der gute Nazgrim kennen wir ja, ne? Der droppt natürlich auch Handschuhe leider. Die brauchen wir nicht, aber er kann auch einen Drinker droppen. Und ich bin nur noch in meinem Damage-Ding. Brauchen wir natürlich nicht. Und da ist ein Laser, der schießt. Ne, also der Boss hier ist eigentlich auch nicht so schwierig. Ein bisschen Erklärung zu. Der Tank bekommt hier Damage. Der kriegt auch wieder Aufladungen, die man... ich stelle meine Statue, glaube ich, mal langsam echt ein bisschen eher an ihn hier ran. Die man natürlich auf 3 stackt und dann eben abspottet. Ne? Dazu kommen hier noch die Minen, die man eigentlich, die eigentlich der andere Tank übernehmen sollte. Ne, damit die eben nicht hochgehen. Ja, hier töten die mich auch nicht. Ne, im Flex wäre ich jetzt hinüber. Und vielleicht mit meinem Schild könnte ich das einmal machen. Aber die Sache ist eben, das macht normalerweise der andere Tank. Und das macht er eben total nicht. Was ein bisschen blöd ist. Leider. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben, ist ja nur LFR, hat ja keine Schwierigkeit irgendwo mit dabei. Von daher kann man das auch mal als Heiler machen, ne? Aufgeschissen. Einfach mal draufgeschissen. Gut. Haben einen DK als Tank. DKs, ne? Ich spiele ja selbst einen DK als Tank. Die können das eigentlich, ne? Die können sich da eigentlich draufmeißen. Die können mit ihrer Anti-Magie-Hülle auch unheimlich viel Schaden hier in, an dem Boss blocken. Einfach. Und da hat sich wieder jemand auf die Bombe geschmissen. Nice. Ist immer schön, wenn das wenigstens ein paar Leute machen. Oder auch nicht, ne? Oder auch nicht. Diesmal hat sogar ein Tank gemacht. Da bin ich ja stolz drauf. Tanky Wanky, ne? So. Also dieses Trinket hier, das finde ich echt super. Ich hoffe, da gibt es noch eine höherstufigen Level von, wo man eben einfach mal drauf drückt und Mana bekommt. Das ist schon sehr nice. Das hat... Wie viele Minuten? 3 Minuten Cooldown. Das ist eigentlich okay. Das ist mehr als okay. Und jetzt beginnt quasi die zweite, ja, mehr oder weniger zweite Phase. Der Phasenübergang, vielmehr. Wo er eben auch gerne die Leute mal wegkickt, ne? Sehen wir hier, macht er gerne. Heilen wir doch mal unseren Kollegen hier, ne? Ist ja auch ein Heilmonk. Da müssen wir natürlich sehr, sehr Support sein. Miyakami. Woher kenne ich den Namen Miyakani? Der kommt mir sehr bekannt vor. War aber noch nicht mit irgendwo dabei, ne? Und ich kriege gerade ordentlich aufs Maul, ne? Wirklich ordentlich aufs Maul. Ach du Mann, ich bin gerade erst rangekommen. Ja, ich habe wenig Life. Das ist mir jetzt zum Glück nicht aufgefallen. Sonst wäre ich fast schon... panisch gewesen. So. Ja, wieso geht das nicht?
Plumps. Ja, mein Schild hat das ganz gut geblockt. Gut, wir wollen natürlich nicht, dass sich da jetzt einer explodiert. Ihr seht, dann gibt es sehr, sehr heftigen AOE. Das will man natürlich vermeiden. Im Raid Finder, wie gesagt, ist es nicht so dramatisch, wenn da mal was explodiert. Auf Flex bzw. normal ist es dann schon eine andere Geschichte. Da muss man dann schon ein bisschen mehr aufpassen, dass diese Dinger nicht hochgehen. Und da kann man auch nicht als Heiler einfach mal so drauf springen. Und er droppt uns was, das ist nice. Ja, ein Wrist. Das ist natürlich schön. Und wir kriegen natürlich auch ein bisschen Item-Level dazu, ne? Ab 530 können wir dann endlich auch Flex gehen. Beziehungsweise kriegen dann natürlich auch besseres Equip und eine Levelwaffe, ne? Die hätte ich natürlich schon unendlich gerne. Ich habe schon wieder nicht gesockelt, ey Leute. Ich bin unverbesserlich, ehrlich gesagt. Ich bin unverbesserlich. Schlechtes Vorbild. Echt schlechtes Vorbild. Das liegt halt einfach daran, dass ich hier am Stück aufnehme und ich deshalb nicht auf meinen anderen Charakter umlogge. Aber das kommt noch. Das kommt noch. Ja. Ich hoffe mal, die Folge wird wenigstens pünktlich fertig. Dann ich muss nämlich so gegen 4 ungefähr wirklich mal mit meinem Kram anfangen, dass es noch fertig wird, das Bad noch geputzt wird, dass ich noch duschen kann. Ne? Und alles heute sehr, 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 sehr kritisch. Ne? Sehr, sehr kritisch. Gut, Style Equip haben wir für den Monk immer noch nicht. Ich wüsste aber auch nicht, was wir da als Style Equip nehmen sollen. Übertreibt's doch bitte mal, Leute. Was ist jetzt los? Was war denn das gerade? Warum kann ich denn den Tank nicht mehr an... Unit Frame. Hä? Warum ist das jetzt drin? Check ich nicht. Machen wir es schnell. Damit ich mir den Tank wieder heilen kann, slash reload. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade passiert ist. Hatte ich noch nie gehabt, diesen Bug. Ehrlich gesagt. Und da ist der andere Tank weg. Ich finde es ja auch immer nett, weil wenn die Leute einfach so liefen... Ne? Ist ja nicht so, als wollen wir hier vipen. Es ist auch schön, dass du noch postest, wer stirbst, mein Freund. Überhaupt kein Spam. Alter, du kannst wieder aufstehen, Tank, ne? Du spawnst hier direkt vor der Tür. Und ich bin immer noch unter dem Miyakani. Warum auch immer. Ich meine, der ist jetzt schon öfter mal gestorben. So. Ja, wir brauchen immer noch einen anderen Tank jetzt. Ja, ich habe mich übrigens für den Air Spirit entschieden, sollte ich hier das noch schaffen, ne? Fehlt hier noch einer. Bin mal gespannt. Ich bin's mal gespannt, ob man da noch irgendwie anders dran kommt. Weil wäre natürlich auch ein bisschen scheiße, ne, wenn man sagt, ja, du kannst dir nur einen davon aussuchen. Und dann nichts mehr. Ja, wäre nicht so gut. Warum gibt's hier ein Massenretz, ey? So, Tatsruck. Firelord, ne? Hast du wohl Ragnaros getötet? Mein Lieber. Ja, ich hab dich genau durchschaut. Ja, Warlords of Draenor, dann müssen wir natürlich ein bisschen schneller leveln. Mach ich aber mit einem anderen Charakter, weil da gibt's Mount und Pet von Ragnaros. Ne, der wird dann auf Level 100 hochgepatcht und da muss man dann eben auch mal ein bisschen aufpassen. Ja, dann gibt's auch mal Molten Core. Ne, ein bisschen Molten Core Action. Hoffentlich kriegen wir dann mal einen Gilden Raid zusammen. Fände ich schon sehr nice. Der gute Craft will das wahrscheinlich auch machen. Und er will wahrscheinlich auch Ragnaros dann legen. Und ich muss nochmal mit meinem X-Loot. Ich muss nochmal diesen Loot-Monitor ein bisschen ändern. Der müsste noch ein bisschen weiter nach links. So. Das ist gut. Ja, gute Güte. Dann mach doch mal bitte was. Ich nehme so lange noch mal ein bisschen auseinander. Ja, das passt ungefähr. Mal flott Kaffee holen, ja. Geile Type, ey. Ne, ich liebe diese Leute, die im Raid einfach AFK gehen. Das macht man nicht. Leute, schon gar nicht. Also schon gar nicht, wenn man Raidleiter ist, ne? Diejenigen, die mich kennen und öfter mit mir spielen, wissen, wen ich hier anspreche. Gell? Man geht nicht einfach AFK für eine Viertelstunde. Im Raid. So.
Man kann zumindest, wenn man zumindest sagt, ich bin mal kurz weg, ja. Ah, kurz weg. Ist ja okay. Kurz ist ja voll in Ordnung. Aber kurz ist für mich alles unter 5 Minuten. Ja. Sehr kurz ist alles unter 2 Minuten. Und da bleibt man nicht eine Viertelstunde weg, verdammte Scheiße. Das macht man nicht. So. Haben wir mal ein bisschen Ärger rausgelassen, ne? Muss ja ab und zu auch mal sein. Im Endeffekt ist hier, sind die Schamanen da drin und das Einzige, was wir hier machen müssen, ist erstmal die Ads clearen, ne? Also den ganzen Raum hier, alles, was hier so drin ist, clearen, weil das brauchen wir alles für den Boss nachher. Ich hoffe mal, es kommt gleich wieder ein Tank dazu. Weil länger warten will ich jetzt eigentlich nicht. Na. Und hoffen wir mal auch, dass wir dann am Ende General Nazgrim schaffen. Der bringt nämlich einigen Gruppen immer noch große Probleme. Was ich ein bisschen schade finde. Also so schwierig ist der einfach nicht. Aber da gibt es halt immer mal ein paar DDs, die das ordentlich verraffen. Wie man eben da zu spielen hat. Es sind wirklich meistens DDs, die da einen scheitern lassen. Und das sehen wir dann, wenn wir bei dem Boss sind. Also das will ich jetzt nicht so ad hoc erklären. Das ist wahrscheinlich besser, wenn man sieht dabei und dann, ja, passt das schon. Also hier brauchen wir definitiv einen zweiten Tank. Ohne geht's nicht. Und, ja. Normal wird hier auch noch angezeigt, wie viel Kräuter ich habe. Warum das jetzt nicht passiert, weiß ich nicht. Aber gut, wir wollen da ja mal nicht so... Wollen da ja mal nicht so drauf rumhacken, nicht? Ich bin echt Sechster im Healing. Oh, das macht ja nichts. Wir sind ja nicht hier, um irgendwie unseren Penis zu verlängern, ne? Ihr wisst, der ist schon lang genug. Da muss man nicht nochmal... Drei von den Dingern? Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, haben wir gleich den ganzen Kram erstmal wieder auseinandergenommen. Tada, haben wir noch natürlich dann diese... übrig. So... Ja, der Boss wird resettet von Huntern, dass die rauskommen. 47, nice. Und wir warten jetzt ehrlich gesagt nur noch auf den zweiten Tank, wirklich. Dann könnte es hier schon weitergehen. Aber der kommt nicht. Ja, wenn er die nämlich resettet draußen, dann spawnen die eben neu hier vorne. Und man kann dann eben direkt anfangen. Das ist so der. Das ist so die normale Taktik, die man hier fährt. Und ja, mal gucken jetzt gleich. Wann hier wieder was losgeht. Es fehlt wirklich nur noch ein Tank. Ja, das hier ist wirklich der kritischste Boss. Eigentlich. Das ist der schwierigste in dem gesamten Teil. Nazgrim ist halt einfach nur, wenn man ein bisschen aufpasst, dann ist der nicht schwierig, aber die hier, die können einen schon ziemlich wegficken. Die haben einen Starlet Ink gemacht. Man sieht, dass ich am Inken bin und will natürlich dann auch ein bisschen mit inken. Ragade, tu das, mein Freund. Tu, was du nicht erlassen kannst. Reh, schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich vermisst, mein Freund. Wir haben dich vermisst. Gut, ja, ich weiß nicht, was ich ohne Tank sagen soll. Ich hasse es halt einfach, wenn die Leute einfach gehen. Facets of Research. Okay, da hat noch jemand seinen Dings gemacht. Auch schön. So, Starlight Ink. Gut. Es wird langsam halt ein bisschen lächerlich, ne? Also ich gebe den Leuten echt noch so 5 Minuten und dann hat sich's erledigt und dann gehen wir einfach. Weil irgendwo, Leute. Das muss ja nur auch nicht sein. Das muss ja echt nicht sein. Dass wir so lange warten müssen auch, ne? Habe ich auch so einen Key. Schön. Geil. Hält 7 Tage lang.
Nice. Da ist ein Tank, super. Das ging ja doch noch in akzeptabler Geschwindigkeit. Dann sollte man doch jetzt eigentlich mal loslegen können. Na? Ja, also. Hier ist mal als Monk natürlich ein bisschen gefickt als Heiler. Denn die Bosse werden im Kreis gezogen. Wir haben einmal hier den Earthbreaker. Ja, Earthbreaker Harum. Harum, Doppel-M. Der verteilt einen Debuff. Das ist hier dieser Frost Storm Strike. Und wenn der Tank 5 hat, wird von einem anderen Tank abgespottet. Und dann ja, tauschen die quasi einmal die Mobs, nämlich Wavebinder Kardriss und Earthbreaker Harum. Ne, die werden dann eben abgespottet und werden hier im Kreis gezogen. Wegen nämlich diesen toxischen Stürmen. Ich glaube, die macht die Wavebinder. Und ja, da will man natürlich nicht im Raid haben. Deshalb zieht man die quasi einmal hier so einmal komplett rum. Quasi so ein bisschen an der Außenmauer vorbei. Was habe ich denn hier eigentlich? Was ist das denn für Lieber? Nature Damage Taken Increased. Der Geysir ist natürlich sehr, sehr blöd. Der Stream ist okay. Der Geysir spawnt nämlich sehr, sehr viele. Kleine Art, ihr seht das hier, diese Schleime. Und alter Verwalter hauen die heftig rein. Also die ficken echt ordentlich weg, wenn da der Tank nicht aufpasst. Und schnell wegrennt. Dann ficken die einfach mal einen Tank weg. Und das innerhalb von ein paar Sekunden. Das ist schon heftig. Man braucht als Tank stellenweise doch sehr viel Skill. Aus diesen Kreisen auch rauslaufen, das sind auch AOE-Damage. Und ja, in der Regel ist es ja eigentlich als DD nicht viel zu beachten, eben die Schleime fokussen, wenn sie spawnen. Und mitlaufen. Viel mehr muss man nicht machen als Heiler, wie gesagt, auch reicht es einfach nur mitlaufen und heilen. Wir haben hier keine besondere Aufgabe, wo wir jetzt hier irgendwas Blutschrei. Ernsthaft. Das heißt Gore Hole. Ja. Gore Hole. Naja, egal. Howl, ne? Howl, nicht Howl. Howl, Howl, Howl. Gore Howl. Ist ja egal. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, wir haben hier nicht so einen großartigen, schwierigen Job. Einfach nur mitrennen, die Leute am Leben halten und das war's. Halt, aus den AOEs eben raushalten. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Sollte man nicht unterschätzen und, gut, ne? Nature Damage Taken. Ab und zu mal. Ist ja okay. Der Boss macht ab und zu noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel diese Wand. Ne, da sollte man sich auch fernhalten von. Die Mobs da sind nicht angreifbar. Die machen auch einen ordentlichen Schaden. Aber da muss man schon recht lange drinstehen, damit die einen umbringen. Das ist nicht so ein heftiger Insta-Kill. Wie jetzt zum Beispiel was anderes. So, droppst du denn irgendwas für mich? Kein T-Teil. Also kein Wurf. So, 10 Mords of Harmony. Ja, da kriegen wir in letzter Zeit echt sehr, sehr viele von. Und seitdem die auch nicht mehr gebunden sind, ne, seelengebunden, ihr seht, Mitori hat 11, Kurokori hat, ja, 98 Stück haben wir davon. Und wir haben Jake Long nicht mehr draußen. Ja, bleibt uns nur noch zu hoffen, dass Nazgrim für uns droppt. Nazgrim, mein Alter. Da kann ich eigentlich so ziemlich alles gebrauchen, bis auf die Handschuhe halt, ne. Und das Schwert, aber das Schwert, wie sieht das denn aus? Ja, nicht so schön, aber. Aber okay, ne? Ist okay. Will mir jetzt auch nicht so unbedingt sich drüber beschweren wollen. Hui. Ja, Leute, die Viecher sind tankbar, ne? Entgegen vieler Behauptungen, die sind spottbar zumindest. Und solange die gespottet sind, greifen die auch nur einen an. Die machen halt immer diesen AOE hier, weswegen man da ein bisschen aufpassen muss. Die machen auf NHC, also ich sag meistens NHC oder Flex, ne, ist das gleiche mittlerweile. Ja, hauen die schon ordentlich rein, deshalb versucht man halt immer außerhalb dieses AOEs zu stehen, wenn man nicht der Tank ist. Das ist schon ein heftiger Schaden, den die da machen. So, jetzt können wir mal hier die normalen Mounts nehmen, wieder auspacken, ne. Einen Wolf haben wir hier, einen Timberwolf. Ja, ich muss mal wieder ein paar Mounts mir aneignen. Oh, ich habe vergessen, meine Schatz wieder zahlen. 130, ne, 150 gibt's einen Pandaren-Drachen.
Ne? Es ist ja, ich finde es ja auch so ein bisschen merkwürdig, dass wir im Deutschen diese Unterscheidung nicht haben. Also im Englischen gibt es ja diese Unterscheidung zwischen Dragon und Kite. Kite ist halt so dieser Drachen, den man im Herbst steigen lässt, ne? Und Dragon ist halt der normale Drache. Diese Unterscheidung treffen wir im Deutschen gar nicht, ne? Finde ich halt ein bisschen merkwürdig, woher das kommt. Ne? Warum haben die Engländer da mehrere, also zwei verschiedene Worte für? Beziehungsweise warum haben wir nur eins? Für beides. Das ist doch, also wenn man Drachen sagt, ist es ja immer so ein bisschen ambig, ne? Gut, also im allgemeinen Sprachgebrauch wird man jetzt nicht unbedingt wirklich einen Drachen meinen, ne? Also so ein Royalstrasse werden wir da nicht meinen oder so ein Deathwing. Aber ist ja schon interessant, finde ich, ne? Ist ja schon recht interessant, ob man da jetzt einen Drachen meint. Man kann ja auch, man sagt ja auch zu Frauen manchmal Drachen, ne? Du bist ein Drachen. Ich hatte in der Videothek, wo ich da noch gearbeitet habe, mal einen Kunden, der war sehr, sehr nett. Ein sehr, sehr netter älterer Herr. Und er hat seine Frau auch scherzeshalber immer den Hausdrachen genannt. Ne, der kam halt auch immer mal jeden Tag vorbei, hat sich neueren Filme ausgeliehen, die neuesten, und sie sich angeguckt, ne? Sie sich angeguckt. Er hat nichts anderes damit gemacht, er hat sie sich angeguckt. Ne, ihr wisst ja, alles andere wäre ja illegal. Nein, er hat sie sich nur angeguckt. Ausgeliehen und nur angeguckt. Jedenfalls, er hat dann immer seine Frau ne, liebevoll den Hausdrachen genannt. Und das ist hier nochmal eine andere Bezeichnung für Drachen, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben noch eine dritte Bezeichnung für dieses Wort jetzt. Mir fällt gerade ein, ich hätte die Folge einfach. Na, passt schon, passt schon. Das ist schon interessant, finde ich. Ich bin zwar so sprachlich, ne? Sprachforschung ist jetzt nicht mein Gebiet und es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das muss man unbedingt untersuchen oder das ist wichtig für den Weiterbestand der Menschheit. Es ist interessant. Es ist einfach nur interessant. Und ja, das ist halt, sind halt so kleine Sachen, wo man auf einer Party sagen kann, ey, wusstest du schon, das Wort Drachen kommt von Draconis, ne? Wahrscheinlich aus dem Lateinischen, würde ich mal behaupten. Aber wo jetzt genau die Unterschiede liegen, wo die Lateiner, die Römer, Lateiner, die Römer, ne, Römer Latium, die hatten, also eigentlich lässt man den resetten. Aber gut. Wenn man den resettet, dann verschwinden eben auch diese Mobs. Und man kann hier ganz gechillt die Parts hier noch wegnatzen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Hey, ich habe Ragade überholt. Mein Freund, ist peinlich für dich. Na gut, der Parler ist ja noch weniger Gruppenheiler als ich. Ne? Soweit ich weiß zumindest, kann ja sein, dass sie was geändert haben. Und ich hätte auch mal wieder Bock auf einen Parler, liebe Leute. Ich würde gerne mal einen Parler hochspielen. Ich habe Bier, um einen Tankkrieger oder einen Tankparler hochzuspielen. Und ich möchte im nächsten Let's Play eins von den beiden machen. Also sobald wir mit dem hier auf 100 sind, mal gucken, dass wir da noch ein bisschen dann Distanzen und Raids gehen und so. Aber so in der Regel möchte ich schon gerne noch einen Krieger oder sowas hochspielen. Weil es mir einfach Spaß macht, glaube ich. Und ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das dann ein Krieger eben oder ein Parler wird. Also das, wie gesagt, das Gear habe ich für beide. Ist ja dasselbe Gear im Endeffekt. Und ich habe halt sonst für keine andere Klasse mehr noch ein accountgebundenes Gear, ne? Ich habe halt jetzt nur eben diesen Tank-Kram, diesen Tank-Platte-Kram und den Leder-Kram. Und da spiele ich gerade schon meinen Dudu-Heiler noch mit. Von daher, ja, habe ich halt nichts mehr. Da bin ich ja sehr glücklich gerade ausgewichen. Also, General Nazgrim hat wie jeder Krieger drei verschiedene Stances, ne? So Formen. Die Battle Stance ist normal, ne? Da muss man nicht viel beachten. Die zweite Stance und die dritte Stance sind natürlich sehr interessant. In der zweiten Stance, das ist die Berserker Stance, da kennt ihr wahrscheinlich auch den Krieger noch. Ne, wo wir gerade beim Thema Krieger sind, ne? Können wir ja gleich nochmal hier anfangen mit Nazgrim. Die Berserker-Haltung, ne? Und in dieser Berserker-Haltung kriegt er halt mehr Schaden, teilt aber auch mehr Schaden aus. Da zusätzlich beschwört er eben diese Arts, die immer kommen, also die haben hier so einen Cooldown, die kommen eigentlich immer. Und er verteilt Rüstung zerreißen auf den Tank, wo man dann eben nach drei oder vier, drei sind es drei Stacks, spottet man eben ab. Und
Je nachdem, wie viel Loot er gerade hat, macht er verschiedene Sachen. So, müssen wir einmal den Raid kurz ein bisschen Power geben, ne? Je nachdem macht er halt eben verschiedene Sachen. Was ganz schlimm ist, ist, wenn er auf 100 Rage kommt, weil dann beschwört er so wirbelnde Äxte, die einen dann ganz heftig umnatzen, wenn man nicht aufpasst. Aber ist auch egal. Jetzt ist er in der Berserker-Stand. Er kriegt 25% mehr Schaden. Und kriegt eben dann dementsprechend auch ja mehr Wut, ne, von seinen Fähigkeiten. Aber gleich kommt die dritte interessante Stance, die eventuell ignoriert wird hier. Das ist nämlich die Defensivhaltung. Kommt gleich. Und in der Defensivhaltung kriegt er eben Wut, wenn er Schaden bekommt. Und die wird meistens auch ignoriert. Also im LFR ist es meistens nicht unbedingt angebracht, die zu ignorieren. Es sei denn, man hat wirklich heftigen DPS. Denn ihr seht, er kriegt Wut und er hat jetzt so einen Ravager. Ne, das ist eben diese wirbelnde Axt. Die fliegt halt ununterbrochen hier durch. Die hat auch keinen Cooldown. Er kann die so oft machen, wie er will. Und die fliegt halt auch hier ohne zu despawnen einfach durch. Wichtig ist, dass man sich eben um die Axt kümmert. Ne, das ist eine ganz wichtige Sache. Und oh, mein Dings ist wieder tot. Da ist jetzt schon die zweite. Die beschwört halt immer, wenn er auf 100 Wut kommt. Und ihr seht, ne, in der Defensivhaltung, wenn man den einfach so burstet, dann kommt er auch sehr fix auf diese 100 Wut. Aber er hat auch nur noch 10% knapp. Kampfrausch ist schon gezogen. Ne, sehen wir. Ist gezogen und wir gehen jetzt einfach mal hier so ein bisschen in den Nahkampf mit. Und hauen den mal ein bisschen in die Fresse. So, stirb. Was hast du mir denn gedroppt? Nichts. Und nochmal Gold. Geile Kiste. 32 Gold. Super. Wir sind fertig hier, ne? Die Episode ist jetzt auch vorbei. Wie gesagt, die letzte war ein bisschen sehr viel länger. Von daher können wir hier mal ein bisschen früh aufhören. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Stickers all day.